Willkommen zu der nächsten Übung, und zwar der Taube. Ihr seht, wie Jana hier schon in einer sehr intensiven Position ist. Auf die gehe ich gleich auch nochmal ein. Wir zeigen euch aber erstmal, würde ich sagen, eine Alternative an der Wand, die im Endeffekt genau den gleichen Stretch auf die Gesäßmuskulatur bringt. Ihr braucht eine Wand oder einen Stuhl. Also ein Stuhl tut es auch total, da kann man die Ferse ablegen. Ich finde es ganz cool, wir gehen jetzt hier an die Wand. Du legst ein Bein oder einen Fuß an der Wand ab, genau, bringst dein Gesäß relativ nah sogar ran, dass du hier im Knie einen rechten Winkel hast. Und jetzt wird das andere Bein bzw. der andere Fuß hier aufs Knie gelegt. Und dein erstes Ziel ist jetzt erstmal, Gesäß hier runter zu bekommen zum Boden. Bei vielen, wo die Beweglichkeit ein bisschen eingeschränkt ist, wird das natürlich wieder abhauen und das Becken sich ein bisschen hin und her schieben. Das heißt, erstmal runterbekommen. Und wenn dir jetzt der Stretch auf dem Gesäß noch nicht reicht, kannst du natürlich, genau, das kannst du auch machen, aber du kannst auch erstmal hier auf das Knie drücken, also mit der rechten Hand hier erstmal wegdrücken. Oder du kannst dich natürlich noch ein bisschen näher zur Wand arbeiten. Sollte dir es gar nicht reichen, verlässt der Fuß die Wand, du greifst ans Schienbein und ziehst hier das Ganze noch mal ein bisschen ran. Dann zeigen wir dir jetzt noch mal die fortgeschrittene Variante, würde ich sagen. Kommen dazu gerade wieder in die Position des Vierfüßlerstandes. Jetzt schiebst du ein Bein nach hinten. Das andere wird hier nach vorne gelegt. Und du hast im Endeffekt genau die gleiche Übung für das Gesäß. Nur, dass halt hier nicht die Wand den Druck gibt, sondern der Boden von unten. Und so schaffst du es, genau den gleichen Stretch zu bekommen.